Hallöchen zusammen, heute zeige ich euch, wie wir solche Fausthandschuhe für die Kleinen häkeln. Diesmal nutze ich solche schöne Regenbogenwolle. Aus welchem Material sie genau ist, das kann ich leider nicht sagen. Habe ich ja Tausch bei Tauschspiel, mache ich sehr gerne, also weiß ich leider nicht immer, welche Wolle es ist. Und ich nehme diesmal einen 4 mm Haken. Jetzt muss ich hier noch kurz den Anfang rausformulieren. Und wir fangen an mit einem Knoten. Dazu machen wir einen Kreis, legen den langen Faden drunter und ziehen den hier durch den Kreis durch. Dann steht hier so eine Schlaufe, Haken rein und festziehen. So, jetzt häkeln wir ein paar Luftmaschen. Für Luftmaschen einfach Faden holen und durch die Masche ziehen. Faden holen, durch die Masche ziehen. Faden holen, durchziehen. Und das machen wir ein paar Mal. Ihr müsst da jetzt nicht mitziehen, einfach nur schauen. Das ist die Höhe von den Rippen erreicht, die ihr haben wollt. Und wenn die dann erreicht ist, machen wir nochmal eine Luftmasche. Das wird die Wendeluftmasche sein, weil die häkeln wir nicht mit. So, jetzt häkeln wir das Ganze zurück. Und das machen wir in halben Stäbchen, weil nur bei halben Stäbchen entsteht hinten so eine Schlaufe. Dazu machen wir einen Umschlag. Am Anfang der Reihe in die zweite Masche vom Haken einstechen. Faden durchholen. Wir haben drei Laschen auf dem Haken. Faden holen, durch alle drei gleichzeitig ziehen. Umschlag. Jetzt immer in die nächste Masche. Faden durchziehen. Wieder drei Laschen auf dem Haken. Faden holen, durch alle drei ziehen. Das machen wir jetzt bis zum Schluss. So, am Ende angekommen, eine Luftmasche und Arbeit drehen. Jetzt haben wir hier oben diesen Zopf, in den häkeln wir normalerweise rein. Wir nehmen dann immer entweder die hintere oder die vordere Lasche oder beide gleichzeitig. Und wir werden diesmal nicht in diesen Zopf hier häkeln, sondern hier hinten in diese Umschläge, die entstanden sind. Und weiterhin alles in halben Stäbchen, das heißt wieder ein Umschlag. Und jetzt gehen wir hier drunter. Ziehen hier unseren Faden durch, haben wieder unsere drei Laschen und machen daraus wieder ein halbes Stäbchen, wieder einen Umschlag unter die nächste Lasche. Umschlag unter die nächste Lasche. Umschlag. So, habe ich hier noch einen? Ich weiß nicht. Wir müssen eigentlich einen haben, aber ich sehe hier nur eine Masche. Deswegen gehe ich jetzt hier unter irgendwas hier hinten. Ich nehme jetzt das hier, weil ich sehe sonst nichts anderes. Ja, der weigert sich. Okay, jetzt wieder unsere Luftmasche und Arbeit drehen. Und hier oben sind wieder die Faust und wir häkeln aber hier hinten rein. Und wie ihr seht, das sind diese Rippen, die dabei entstehen. Das machen wir jetzt einfach so lange, bis die Länge für unser Handgelenk erreicht ist. Und das Ganze werden wir dann schließen und weiter häkeln. So sieht es bei mir inzwischen aus. Und das passt dann so.
um das Handgelenk drumherum. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich noch schließen. Ich mache das mal ein bisschen größer und gehe von der anderen Seite rein, ran, weil ich die Schlinge durchziehen will. So, jetzt ziehe ich das hier durch. Dann gehe ich wieder von der anderen Seite ran, weil ich von der Seite nach der so häkel. Ja, das ist für mich bequemer. Wartet mal. Ich mache nochmal kurz hier, ziehe ich nochmal den Faden durch. Genau, und jetzt drehe ich das so rum. So, jetzt schließen wir das Ganze mit Kettmaschen. Wir gehen jeweils von hier unter die Maschen durch und auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und ziehen den Faden hier durch und durch die Lasche. Der Kater denkt, er kriegt was zu essen. Chris ist nämlich gerade mit ihm in der Küche. Das ist herrlich. Jetzt hat er ihn bestimmt auf die Schulter genommen. Dass er mal schön down guckt. So, jetzt haben wir das Ganze geschlossen. Guck ich mal, wie das aussieht. Jetzt können wir natürlich uns die Seite aussuchen. Oder wir drehen das Ganze so rum und häkeln so weiter. Aber ich finde die Seite eigentlich auch ganz neckisch. Von daher können wir das ruhig so lassen. Wo ist denn der lange Faden? Hier. Okay. Ja, wir haben ja alles. Und jetzt, ich sichere das nochmal mit einer Luftmasche hier, damit der Faden von da durch die Lasche durchkommt. Okay. Und jetzt häkeln wir feste Maschen hier komplett rum. Und es werden sich viele sicherlich fragen, ja, wie kriege ich denn jetzt überhaupt raus, was eine Masche ist und was nicht? Das sieht man ehrlich gesagt nicht wirklich. Also das erkennt man hier vielleicht, dieses eine V, bei die anderen, ja, man muss das eben, man muss so grob einstechen, wie man das Gefühl hat, wie groß die Maschen werden sollen. Man sieht ja hier zum Beispiel den Maschenabstand, wie groß das ungefähr ist. Und den gleichen Abstand wählt man auch, wenn man hier dann einsticht. Das muss man nach Gefühl machen. Und selbst wenn ihr mal eine Masche mehr oder weniger habt, das ist nicht schlimm, das passt schon. Okay, feste Maschen, wie geht das eigentlich? Also ihr stecht jetzt in die nächste Öffnung hier ein und zieht den Faden durch. Dann habt ihr zwei Laschen auf dem Haken, holt den Faden nochmal und zieht den durch diese beiden Laschen durch. Und das war's auch schon. Das war die feste Masche. Nochmal in die nächste hier rein. Faden durchziehen. Wir haben zwei Laschen. Faden holen und nochmal durchziehen. Den kurzen Faden lasse ich hier übrigens mitlaufen und verhäkle ihn einfach. Ich häkle komplett um ihn drumherum. Damit er verschwindet, dann muss ich ihn im Nachhinein nicht vernähen. Ja, und der Kater dreht durch. Ich finde es immer so herrlich, der sich unterhält. Okay, wir machen das jetzt komplett hier aus und rum, bis wir die Runde fertig haben, die komplette. Also bis wir wieder an unserer Stelle hier sind. Und dann machen wir mit der Daumenöffnung weiter. Und da an dieser Stelle brauchen wir am besten einen Marker. Also entweder ihr habt einen da oder ihr nehmt zum Beispiel ein andersfarbiges Garn oder eine Büroklammer, eine Sicherheitsnadel, was auch immer, irgendwas. Okay, wir treffen uns dann. So, ich bin jetzt am Anfang der Runde angelangt und hier
ist noch die eine Luftmasche, die ich gemacht habe. In die würde ich jetzt auch noch eine feste Masche häkeln. Geht eventuell ein bisschen schwer, weil die relativ eng war. Und jetzt setze ich meinen Marker, und zwar da rein, wo sich mein Haken befindet. Kommt jetzt hier rein. Und dann werde ich jetzt Zunahmen machen. Und zwar in die erste und die zweite Masche, die jetzt folgen. Und ich werde jede Masche verdoppeln. Das heißt, ich häkle jetzt in diese Masche zwei neue rein. Also zuerst eine feste Masche. Und dann stechen wir in dieselbe Masche, stechen wir mit dem Haken ein und häkeln eine zweite rein. So. Und bei der zweiten genauso. Eine feste Masche und eine zweite. Okay. Und ihr könntet jetzt nochmal hier einen Marker setzen, damit ihr wisst, wo die letzte Abnahme war. Ich brauche es gerade nicht. Und den Rest häkeln wir in festen Maschen komplett drumherum, bis wir wieder beim Marker angelangt sind. Wir sind inzwischen beim Marker wieder angelangt. Den werde ich jetzt rausnehmen und wieder da reinpacken, wo sich der Haken drin befindet. So, und wir haben ja in der letzten Runde aus zwei Maschen vier gemacht. Und jetzt werden wir aus vier Maschen sechs machen. Das heißt, wir werden die erste Masche, die jetzt kommt, verdoppeln. Also in die erste kommen jetzt zwei Maschen rein. Dann häkeln wir zwei Maschen normal. Zweite auch einzeln. Und die vierte hier verdoppeln wir auch. So. Und dann häkeln wir wieder in festen Maschen weiter, bis wir beim Marker angelangt sind. Wir sind erneut beim Marker. Wieder umsetzen. Und jetzt machen wir aus unseren sechs Maschen acht. Wir verdoppeln wieder die erste Masche. Also zwei in dieselbe Masche rein. Dann häkeln wir vier Maschen. Einzeln. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und die Masche hier verdoppeln wir ebenfalls. Okay, den Rest wieder in normalen Maschen oder in festen Maschen, wie man es mag. Ich nenne sie immer normale Maschen, weil das so die Standardmasche ist beim Häkeln. Und ihr seht, hier entsteht diese Daumenwölbung. Und das wiederholen wir jetzt so oft. Also ihr habt das Prinzip ja jetzt verstanden. Das ist die erste Masche immer verdoppeln, das dazwischen normal häkeln und die letzte Masche verdoppeln. Und so wächst das immer. Ihr seht hier auch hier diese Art Striche, die schon entstehen. Und es geht fächerartig auf. Und das wiederholt ihr so oft, dieses Prinzip, bis diese Öffnung hier, also von Zunahme bis Zunahme, so groß ist, dass es für den Daumen ausreicht. Und dann machen wir den Daumen fertig. Ich bin jetzt wieder beim Marker angekommen und hier sind bei mir von der ersten Masche bis zur letzten Masche habe ich hier 14 Maschen insgesamt zwischen den Zunahmen. Und ich werde jetzt, ich lasse den Marker erstmal noch drin. Oder nein, ich versetze ihn mal. Doch, ich versetze ihn mal. Ich häkle jetzt sowieso weiter.
Und ich mache jetzt keine Zunahmen mehr, sondern ich häkle jetzt 13 Maschen ab, sodass ich mich vor der letzten Zunahmemasche befinde. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5. 7, 10, 11, 12 und 13. Seht auch hier schön, dass hier sich zwei Maschen befinden in einer. Und jetzt schließen wir das Ganze hier zu unserer Daumenöffnung zusammen. Und zwar gehe ich hier drüben, wo der Marker ist, in diese Masche rein. Schließe das mit einer festen Masche. Jetzt kann der Marker raus, der interessiert uns nicht mehr. Und wir häkeln in Runden weiter. Einfach feste Maschen häkeln. Und zwar nur um diese Daumenöffnung rum, also nur hier. Und das macht ihr so lange, bis der Daumen fast fertig ist. Und dann zeige ich euch, wie wir den abschließen oder zumachen, eher gesagt. Also jetzt einfach in Runden nur feste Maschen häkeln. Der Daumen ist jetzt also inzwischen so weit. Das ist natürlich bei jeder Hand individuell. Sie müsst dann schauen, wie es dann für euren Kleinen oder eure Kleine gedacht ist. Und um den Daumen zu schließen, machen wir jetzt die ganze Zeit Abnahmen. Das heißt, ich gehe jetzt in die nächste Masche rein und ziehe hier den Faden durch. Und dann gehe ich gleichzeitig oder danach direkt in die nächste Masche rein und ziehe den Faden hier auch durch. Und erst jetzt schließe ich die Masche ab, indem ich durch alle drei Laschen durchziehe. Und dadurch haben wir eine Abnahme geschaffen. Also wir haben jetzt aus zwei Maschen nur eine gemacht. Und ich zeige euch das mal nochmal. Also in die nächste Masche einstechen, Faden durchholen. In die zweite einstechen, Faden durchholen. Da haben wir drei Laschen auf dem Haken. Wieder Faden holen und durch alle drei ziehen. Und das machen wir jetzt so lange, bis der Daumen zu ist. Ne, noch eins. So, das reicht dann auch schon. Das können wir auf jeden Fall abschneiden. Und ich hole jetzt noch mal kurz eine Nadel. Also den Faden habe ich jetzt bereits abgeschnitten. Jetzt mache ich die Lasche hier ein bisschen größer. Die ziehe ich jetzt hier. Das ziehe ich durch die letzte Lasche jetzt hier durch.
Also ihr könnt das theoretisch auch alles mit dem Haken machen. Ich mache das jetzt mit der Nadel, so ein bisschen besser geht. Und jetzt ziehe ich den Faden noch durch die letzten Maschen hier durch. Hier entstanden sind, oder die hier übrig sind eher gesagt. So. Und die Nadel jetzt nach innen fallen lassen. Und jetzt ziehe ich dran, genau, damit sich das Ganze schließt. Und dann haben wir einen schön geschlossenen Daumen hier oben. Ich drehe das hier noch rum. Und dann können wir das Ganze verknoten und vernähen. Also erstmal verknoten. Und jetzt vernähe ich das hier noch fix. So. Und der Daumen ist fertig. So sieht er aus. Wir machen jetzt mit der Handfläche weiter. Und ich bringe erstmal den Faden hier an. Ich will mal eine Stelle suchen. Ding mal, hier will ich das. Mache ich das hier durch die beiden. Ziehe jetzt erstmal den Faden durch und knote den erstmal hier dran. Okay. Den Knoten nach innen drehen und den Faden werde ich jetzt einfach mit verhäkeln. Den mache ich jetzt noch ein bisschen kürzer, so lang muss er nicht sein. Das reinkommen. Und hier hole ich den Faden erstmal durch und sichere das mit einer Luftmasche und häkle in festen Maschen weiter. Wo ist mein kurzer Faden? Den wollte ich mitlaufen lassen. Na. Genau. Und häkle in festen Maschen weiter. Und ihr macht das einfach hier rum. Wir treffen uns dann an der Stelle. Ich bin jetzt beim Daumen angelangt. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie man hier drüber häkelt. Hier muss man auch einfach in irgendwelche Maschen einstechen, damit was rauskommt. Die letzte hier, die sehen wir noch. Das ist noch ein V. Das können wir direkt so mitnehmen. Wo ich nehme hier, denke ich mal, beide Laschen mit, weil das sonst das Loch zu groß wird. Das sieht dann nicht so schön aus, wenn das löchrig wird. Und hier gehen wir einfach auch so ungefähr irgendwo rein, was ungefähr unserer Maschengröße entspricht. So. Und machen dann hier
Wartet mal, das ergibt gerade ein Löchlein. Wie mache ich das am besten? Ich glaube, so ist, ja, so ist besser. Das ist ja nicht so löchrig. Okay, dann machen wir hier mit festen Maschen einfach weiter. Und das macht ihr jetzt so lange, bis die gewünschte Höhe bei euch erreicht ist. Und wir werden zum Schluss noch ein bisschen runder werden. Also lasst noch vielleicht 1 oder 2 Zentimeter noch ein bisschen Luft und dann schließen wir das Ganze. Wenn wir dann mit den Abnahmen beginnen oder mit den Rundungen beginnen wollen, müssen wir abnehmen. Und zwar mache ich das immer an den beiden Seiten. Jeweils einmal. Und hier häkle ich einfach diese beiden Maschen zu einer zusammen, wie wir das beim Daumen gemacht haben. Und dann häkle ich weiter festen Maschen. Bis zu der anderen Seite. Wenn ich dann da angelangt bin, mal schauen, ja, das passt, dann machen wir hier auch eine Abnahme. Und häkeln wieder weiter mit festen Maschen. Und das wiederholen wir einfach so oft, bis die Rundung erreicht ist, die wir brauchen. Also ihr seht schon, es geht hier so leicht nach innen. Wenn die Handschuhlänge dann soweit fertig ist, dass wir das Ganze abschließen können, machen wir das Ganze auch. Ich ziehe jetzt die Lasche ganz lang. Haken kommt raus und wir drehen das Ganze auf die andere Seite, damit wir das von innen zumachen können. So. Ah, jetzt bräuchten wir natürlich, stört das hier drin. Wartet mal, ich muss das mal abschneiden. Sonst wird das zu viel. So. Genau, sonst hätte ich hier den Knäuel durch den Handschuh friemeln müssen, aber das will ich nicht. Ich gehe jetzt von der Seite ran. Und ziehe erstmal hier durch diese Schlinge. Ziehen wir einfach hier mal durch. Sichern das mit einer Luftmasche und ich drehe das jetzt hier rum. Und dann schließen wir das, wie wir das schon vom Anfangsbündchen hatten, mit Kettmaschen. Also ich gehe hier vorne durch die Masche. Und gegenüberliegend durch die Masche ziehe den Faden hier durch und gleichzeitig durch die Masche auf dem Haken. Das machen wir hier durchgängig. So, ziehe ich den Faden noch durch die letzte Masche hier durch, ziehe ihn ganz raus und dann vernähe ich das gleich mit der Nadel. Ihr wisst ja schon, wie es geht. Und wenn ihr das vernäht habt, Handschuh wieder richtig rumstülpen und er ist auch schon fertig. Und für die andere Hand macht ihr das genauso. Also das ist egal, ob so rum oder so rum. Und euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.